Ho, ho, ho und damit herzlich willkommen an Weihnachten 2013. Ja, ihr habt richtig gehört, den Teil hier habe ich für den 24.12. vorgesehen. Und ja, wollen wir mal schauen. Ich denke mal, heute wird er ein bisschen Überlänge haben, weil ich da irgendwie für Weihnachten Bock drauf habe und als kleines, ja, Präsent unterm Baum wird der Teil hier heute etwas länger. Ich rechne mal so mit einer halben Stunde. Irgendwie so den Dreh. Mal schauen. So, dann wollen wir nochmal das Mikrofon mit dem Funkgerät benutzen. Fehlt nur noch der Hörer. Den haben wir ja beim letzten Mal schon bekommen. Jetzt kann's losgehen. Ja, dann ab dafür. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus? Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Ja. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Hm. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Ja, was wollen wir denn mal verlangen? Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Ich komme aber nicht gerne zur Sache. Einfach hier ein bisschen weiter durchfragen. Das ist doch der Reiz des Spiels. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Also haben die doch was vor mit Deponia. Fragt sich nur noch was und ob es mir gefällt. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Ja, wenn man nur das Gehirn braucht und den Rest, ist das doch ein bisschen fragwürdig. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Das ist fies. Das ist fies. Der ist nicht dumm, der hat nur einfach Pech beim Nachdenken. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Ja, mit nach Elysium, würde ich mal sagen. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich.
Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Nein. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay. Obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha! Ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme! Ja, dann mal auf zum fröhlichen Jagen. Wollen wir eben noch Goal holen und dann... geht's los. Oh, Lotti hält auch mal endlich die Klappe. So. Dann einmal in die Notfallstation. Oh, das Wasser hat auch aufgehört, hier rumzusprudeln. Anscheinend ist der Tank leer. Oder jemand hat ihn wieder zugemacht. So, einmal Notfallstation bitte. Gizmo gar nicht da. Oh, mich soll es nicht stören. Können wir wenigstens hier die gute Goal wecken. Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Dieser komische Suchtrupp. Die suchen ja mit, Achtung, Argus-Augen. Ha, ha, ha. Nee, Spaß beiseite. Wollen wir uns mal hier eben aus der Zelle befreien. Was haben wir denn? Handschweißgerät? Da können wir da durchbrennen hier. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Ja, du solltest es ja auch nicht zuschweißen, du solltest es ja als Schneidbrenner benutzen. Moment, er ist ja auch gleichzeitig Feuerwehrmann und Baum?
Katze? Feuerwehrmann? Ich glaube, ich hab's. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Lol. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. Wir sehen ja auch so aus wie ein junges Mädel. Jaha. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal aus dieser komischen Feuerwehrstation da raus. Und dann wollen wir doch mal gucken, dass wir zu Wenzel kommen und die gute Goal endlich mitnehmen können. Oh, jetzt lauf ein bisschen schneller. Wenzel? Oh. Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ah! Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein, hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand, wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Oh Mann, ich will's gar nicht genauer wissen. Absolut nicht. So. Irgendwo hier im Keller müsste sie sein. Ich würde mal sagen, so ein Schrank bietet sich ja dafür an. Goal! Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. So, Tür zu. Und irgendwo mit blockieren, dass sie hier nicht reinkommen. Begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip.
Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's! Ja, das kriegen wir doch hin. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir hier erstmal rüber und gucken uns mal den Kran an. Vielleicht kriegen wir sie ja hier oben irgendwie drauf gehievt. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Ja, das ist so leicht das Problem. Wir müssen sie jetzt irgendwie hier rüber kriegen. Und wie gesagt, mein Plan ist jetzt erstmal, sich den Kran anzugucken. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ja, du bist auch nicht so wirklich ein Genie, Rufus. So, was haben wir denn hier? Ein Kranhebel, das klingt doch mal gut. Jetzt komm schon! Verdammt! So. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Auch sehr schön, wie der Wartungskasten hier gesichert ist. Und wie einfach ein Band drum gebunden. So, anscheinend ist Sicherung von dem guten Kran defekt und... Ja, würde ich mal gucken, dass wir gleich irgendwo eine neue finden, dass wir Goal hier rüber kriegen. Die ist im Eimer. Weg damit. So, können wir hier sonst irgendwas machen? Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Das ist eine sehr, sehr gute Weisheit. Dann wollen wir mal schauen, dass wir irgendwo eine Sicherung herbekommen. So, hier geht's noch nach oben. Einfach mal wieder übersprungen. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Ja, dann würde ich mal sagen, hier die Tunnelpassage. Und da haben wir doch ein Minenfahrzeug. Und dann wollen wir doch einfach mal gucken, dass wir das irgendwie ja, mal benutzen, oder? Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Och nö, jetzt springt das Ding doch nicht mal an. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Ja, Rufus. So, was haben wir hier oben? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Da scheint er nicht hinzukommen. So, liegt irgendwas im Schrotthaufen, was wir brauchen könnten? Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Na, Kuwak hat sich ja jetzt quasi erledigt, nach dem, was wir in der Zwischensequenz gesehen haben. So, dann gehen wir einfach mal weiter. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide? Ha! Das wird eine wunderbare Prothese. Tom-di-dom-di-dom. Leicht verrückt, würde ich mal behaupten. So, hier hängt noch ein schönes Skelett rum. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Ja, der Kopf ist ja nach oben. Hey, du! Nun komm schon da runter. Ups. Na, jetzt hat er auch noch das Bein abgebrochen, dieser Idiot. Eins steht fest. Das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ugh, zu hoch. Also müssen wir irgendwie zusehen, dass wir den hier
weiter nach unten kriegen. Scheint eine Stell, beziehungsweise ja, irgendwie so eine Art Ampelanlage oder Signalanlage für die Minendinger zu sein. So, was haben wir hier? Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Ja, Achtkantschraube kriegen wir gleich wohl noch irgendwo her. Beziehungsweise einen Achtkanten-Schraubenlöser. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? So, jetzt haben wir einen dreckigen Spiegel. Was haben wir hier? Signallampendeckel. Das klingt doch auch schon mal nicht schlecht. Ja, eine rote Signallampe wollte ich auch immer schon haben. So, dann wollen wir uns doch mal mit dem Dock unterhalten, weil ich glaube, hier war sonst so nichts mehr. Zur Außenkurve wollen wir noch nicht. Und dann wollen wir einfach mal eine Runde mit dem Dock quatschen. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Zylinderkopf, normaler Kopf, ist doch alles eine Soße. Ja, das ist sehr geil. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Der Doc gefällt mir echt, wirklich jetzt schon. Also, der erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Also, mir gefällt er. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Ein Minenlabyrinth. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Ja, wir haben ja so ein Problem mit einem Mountainbike, sag ich schon. Minenbike. Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Haha.
Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, ja, der Rundschaft, ja, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Was immer auch ein avialer Stromumkehrer ist. Wir haben ihn ja jetzt. Dann können wir ihn auch nochmal über die anderen beiden Themen befragen. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Ach ja, Doc, ich mag dich echt. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. So, was haben wir denn noch? Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ah ja. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also. Die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Ist doch logisch. Anscheinend bereitet er uns irgendwie auf ein Rätsel vor. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Ja? Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Okay. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist. Senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Oh Mann. Also ich würde euch nicht empfehlen, in rotierende Messer oder so reinzugreifen, egal ob ihr vorher Schnaps getrunken habt oder nicht. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut.
Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Ja, das kriegen wir hin. Aber erstmal will ich diesen Stromumkehrer in das Minecart einbauen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, da haben wir den Stromumkehrer, da haben wir das Minebike. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Rufus, du bist so blöd. Du hättest doch nicht einfach... Jetzt hat er einfach den avialen Stromumkehrer weggeschmissen. Mal gucken, wo er ist. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Okay, es hat den Stromumkehrer gekillt. So, da haben wir einen konischen, einen sphärischen und einen kubischen. Und ja, wir haben ja vorhin mit dem guten Rufus gequatscht. Und er hat ja irgendwie gesagt, von wegen, dass eine Klemmmuffe auf den konischen. Probieren wir einfach mal. Das ist sphärisch, das ist konisch. Und irgendwas hatte er von wegen mit Steckmuffe. Kommt auf den, ich glaube auf den kubischen. Mal ausprobieren. So, dann bleibt ja hier nicht mehr viel über. Ach, das ist Move. Ich habe mich vorhin schon gefragt, was ist denn Move? Aber der kam definitiv auf den kubischen. So, was haben wir da? Da basteln wir erstmal die Ritzel da dran. Warte mal eben, Klemme, Schraube, was ist los? Einfach mal rumprobieren. So. Ene mene Miste, da da da. Ene mene Miste, da drauf. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Juhu. Den ersten haben wir fertig. So. Kommt der da drauf? Oder da drauf? Irgendwie passt das nicht. Ah, okay. Ja. Hier, dieser ist leicht eckig. Hier, dieser ist leicht eckig. Also kommt er da drauf. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Juhu. Damit können wir jetzt den... Wer war es jetzt? Der aviale Stromumkehrer, der kam da, glaube ich, rein. Dann wollen wir mal. Was ist das? Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Und? Es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir müssten jetzt ungefähr... etwas über 30 Minuten sein. Bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genießt die Weihnachtsfeiertage und lasst euch reich beschenken. Und in diesem Sinne, bis dann. Tschüss.